Hallo zusammen, ich habe mich wieder mal aufgeregt. Und zwar ist die EU es ja nicht fähig. Jetzt haben wir das komische Bacillus. Aber es sind natürlich noch ganz andere Sachen, die da effektiv falsch laufen. Vielleicht habt ihr in einem anderen Video gesehen, wo ich Solarkühlschränke vorstelle. Dieser Solarkühlschrank braucht Strom, wird aber nicht am Netz angeschlossen. Aus diesem Grund braucht er kein Energielabel. Es gibt diese Energielabel A++++++. Lasst euch nie mit gescheiten Leuten ein. Da hat also einer gesagt, so ein Kühlschrank ist A++ und irgendwas oder A+. Keiner hat hier einen Überblick, ist nicht übersichtlich, ist nicht ganz klar. Jetzt haben wir solche Kühlschränke, die kaufen wir zu und bauen die um auf 12 Volt für den Solarbetrieb. Nur, wir kriegen ja diese Kühlschränke. Und zwar habe ich hier das Energiewert. Das ist ein Kühlschrank von Exquisite, den findet ihr auch sonst so. Und der hat eine Energieklasse A+, denn der ist so richtig scheiße, dass ich ihn in der Schweiz gar nicht verkaufen darf. Haben auch wieder Gesetze. Und der hat 110 Watt. Und dann hier 92 Liter und 41 Dezibel ist der laut. Da wir ja nicht einen Kühlschrank kaufen, wie vielleicht ihr, sondern wir kaufen da einen halben LKW voll, bauen die dann um auf 12 Volt, dann kriegen wir natürlich die mit dem Energielabel und dann den gleichen Kühlschrank mit dem Energielabel. Ist der gleiche Kühlschrank. Wir packen die ja aus, wir vergleichen die, wir bauen die um, also mehr kann man einen Kühlschrank nicht anschauen. Also wenn ich diesen Kühlschrank anschaue und diesen Kühlschrank, wir sehen auch hier, hier ist der KS 116 und so weiter. Und wenn ich das da runterhalte oder daneben, sehe ich auch hier, das ist der KS 116. Dann habe ich hier einen QR-Code. Das ist neu. Das ist das neue Energielabel, was jetzt eigentlich Pflicht ist. Wir dürfen, oder die Industrie darf das alte Energielabel noch verwenden, weil da ist der Kühlschrank Energie A+. Und der gleiche Kühlschrank ist hier Kategorie F. Weil das sei verwirrend da mit dem A sowieso. Wegen dem hat man jetzt ein neues Energielabel eingesetzt. Aber welchen Kühlschrank soll ich jetzt kaufen? Der, der Kategorie F ist oder der, der A+ ist? Wir gehen jetzt hier weiter. Wir haben das vorher gesehen. Wir gehen jetzt hier weiter. Ich habe die nebeneinander gemacht. Hier habe ich einen Energieverbrauch. Wir reden über den gleichen Kühlschrank. Aus der gleichen Serie. Und bei den einen, die wir gekriegt haben, ist das neue Energielabel übers alte draufgeklebt. Und die anderen hatten noch das alte drauf. Der braucht 110. Und der hier braucht 107. Der wäre ja eigentlich besser. Nur, hier habe ich Energiekategorie F. Das ist ja richtig scheiße. Dann habe ich hier vom Lärm her habe ich 41 Dezibel und hier oben 39. Es ist der gleiche Kühlschrank. Und hier habe ich einen Nutzinhalt von 91 Liter und hier habe ich einen Nutzinhalt von 92 Liter. Es ist der gleiche Kühlschrank. Es sind die gleichen Kühlschränke. Die gleichen Modelle, mit der gleichen Lieferung, mit der gleichen Tippenschild und gleiche Serie Bauart. Also, Großserie. Welchem Energielabel soll ich jetzt glauben? Das ist EU. Und jetzt
kommen wir hier zum neuen Energielabel. Hier hat es einen QR-Code drauf. Da kann ich dran drauf gehen, dann kommt irgendwas, was ich nicht lesen kann. Weil ihr wisst ja, Englisch ist die Sprache der EU. Es gibt da nicht mal ein Land, was Englisch spricht in der EU. Und dann, hier komme ich dann auf irgendwie eine Seite, die nicht viel aussagt. Ja, also ihr müsst den Schrank kaufen hier, weil der ist ja besser in der Energieklassifizierung. Nee, das ist EU, neue Energielabel, ein Schwachsinn, weil die kriegen es jetzt nicht mal mit dem C-Virus hin. Und dann kriegen sie das auch nicht hin mit dem Dingsbums. Also einfach eine unüberlegte Sache. Und wir dürfen jetzt diese Geräte hier mit diesem alten Energielabel nicht mehr verkaufen, sondern nur noch mit neuem ab Herbst oder Winter. Gibt wahrscheinlich noch eine Übergangsfrist und Verlängerung und ungenau. Macht euch gescheit, dass ihr viel schlechtere Geräte kauft, die jetzt halt nicht mehr Energie A++ sind. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich mache euch hier einen Link von einem anderen Video, wo ich auch mal über das Energielabel berichtet habe. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.